Gott zum Gruße, verehrte Leute. Als Beamter Konrad begrüße ich euch heute. Der Magistrat kennt seine Pflichten und bat mich, nur Gutes von ihm zu berichten. Und das insbesondere heute am Weltbienentag. Wir haben den Weltbienentag und ich bin der Beamte Konrad. Ich danke euch allen, dass ihr mir dieses Bienenhaus hier gewidmet habt. Und ich bin der Beamte Konrad, der Stadtschreiber von Herzogenaurach, also von Uracher Herzogenaurach, als Uracher in Herzogenaurach umbenannt wurde. Das war im Jahre 1348. Und heute feiern wir den Weltbienentag und das finde ich ganz klasse. Und ich bedanke mich hier bei Stefan, dass er dazu uns diese schönen Blumen da vorne gewidmet hat und gesagt hat, damit müsst ihr ein bisschen Reklame für den Weltbienentag haben. Willst du auch ein paar Worte sagen? Dann kannst du das. Gerne doch, ich komme zu dir. Danke. Mit Sicherheitsabstand. Ja. Ja, mein Name ist Stefan Strasser, ich bin Botschafter von Natur im Garten International. Und was liegt näher, als dass man das Projekt Bee dabei, da wo es ja darum geht, Bienen zu schützen, zusammen mit den Imkern macht und dann auch noch am Weltbienentag. Wo sollen wir dann hin, außer nach Herzogenaurach? Deswegen sind wir hier mit diesem wunderschönen Europastern, der aus 10 gelben Bee dabei Blumenkästen besteht, die ausschließlich mit bienenfreundlichen Pflanzen bepflanzt sind und natürlich mit torffreier Erde. Und selbstverständlich auch ohne Kunstdünger. Ich kann nur aufrufen, macht alle mit, macht mit bei Bee dabei. Denkt über das Imkern nach, denn Imkern ist die Zukunft. Je mehr in Ihrem Privatgarten irgendwo in der Stadt eine kleine Imkerei betreiben, desto besser geht es den Bienen, denn dort wird kein Gift angewandt, kein Kunstdünger und keine Pflanzenschutzmittel, die den Bienen schaden. Vielen Dank. Bravo, Dankeschön. Dankeschön, Stefan. Und ich bedanke mich auch als Beamter Konrad beim Gerhard Knaus, der uns hier immer wieder hilft, die Bienenvölker durchzuschauen und zu gucken, wann welche Bienenvölker schwärmen. Da hat er Spielnäpfchen entdeckt oder vielleicht sogar Zellen. Und er möchte damit verhindern, dass hier die Schwärme unkontrolliert in der Gegend herumsausen. Und das ist jetzt zur Zeit der Fußballlegenden sehr, sehr wichtig, denn es könnte ja ein Bienenschwarm über den Zaun fliegen und da Unheil anrichten. Also wir haben hier eine schöne Stelle, die uns die Firma Adidas zur Verfügung gestellt hat. Und ich bedanke mich auch bei Adidas und bei der Stadt Herzogenaurach, dass man hier auf diesem Grundstück voraussichtlich etwas für ein Imkereimuseum neben dem Zeidlerhaus machen möchte. Also hab besten Dank und der Beamte Konrad wünscht euch noch, bleibt gesund und macht es gut und sagt als Beamter Konrad auf Wiedersehen. Ciao! Auf Wiedersehen!